Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Hogwarts Legacy. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen. Revelio. Ungelogen. Zu denen ihr dazu entscheiden solltet. Wenn nicht, dann ist das auch okay. Ah, ich sehe die Statue. Hallo, Homo. Das ging schnell, wa? Du gehörst mir, Demigeist. Revelio. Das ging sehr schnell. So, hier war nur eins, ne? Hatte ich gesagt. Ja. Hier fehlt uns eins. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es da finden, ist am geringsten. Hier fehlen uns zwei. Und wir haben ja eigentlich alle Truhen und so. Das heißt, wir müssten hier einfach nochmal in Gebiete gehen, wo wir schon mal waren. Das ist nämlich der Punkt hier, glaube ich. In der Bibliothek und das, na, das könnte schon sein, dass unten, ich wette, unten in der verbotenen Abteilung. Ich wette 100%, dass da eins ist. Wobei, naja, ich wette lieber nicht. Nachher will das jemand einlösen und einen Wettgewinn oder so. Ich habe ja nicht gesagt, um was ich wette. Ich habe nur gesagt, dass ich wette. Ich wette um 1 Cent. Bisher sehe ich nichts und mein Revelio geht relativ weit, ne? Also, es geht auch relativ weit hier runter, also. Mal schauen. Revelio. Ich dachte, ich sehe da was. Das sieht halt eigentlich so prädestiniert aus dafür, ne? Aber es sieht echt schlecht aus. Revelio. Nee, hier ist nichts. Also hier einfach wieder reingehen. Interessant, wenn man das möchte. Möchte ich aber nicht. Revelio. Ich habe hier irgendwo gerade eben eine Truhe unter mir gesehen, was lustig ist. Aber gut, Leute. Ihr wisst, wie es ist. Ich habe die Wette verloren. Da, seht ihr die Truhe? Keine Ahnung, wo die ist. Da ist wohl noch was Geheimes, was ich nicht entdeckt habe. Na, muss man einfach später mal schauen. Ich bin gerade eher enttäuscht, dass wir das Ding nicht gefunden haben hier. Ich hätte ja fast schwören können, dass es hier sein wird. Revelio. Aber in der Bibliothek muss doch so ein Ding sein, ganz ehrlich, das fühlt sich nach Demigeist. Der Typ wird doch bestimmt auch in der Bibliothek ab und zu abhängen. Also muss doch hier auch eins sein, oder nicht? Wenn man so mit dem Gedanken rangeht, dass es da an den Orten ist, wo er sich aufhält, hält er sich nie in der Bibliothek auf. Na gut, dann ist das, ja gut, ja gut. Ja, der wird eigene Bücher haben, ne? Das ist ja eher für die Schüler. Also macht das schon Sinn, wenn das jetzt hier nicht zu finden ist. Aber wo könnte er sich aufhalten? Revelio. Ich kenne halt, ich weiß halt nicht so viel über den Hermoon. Ich weiß halt also nicht, wo der sich aufhält. Toiletten. Also auf Toiletten wird er wohl auch gehen, oder? Ich hatte gerade gesehen, da eine Statue. So,
aber nur ein Schnellreisepunkt. War das wirklich ein Schnellreisepunkt? Ja. Es sind einfach zwei so nah beieinander. Wir könnten ja irgendwo noch einen Schlüssel entdecken. Da ist er. Ach hier. Na komm. Revelio. Oh. Bin zu nervös. Jetzt, wo ich meine Koboldsteine wieder hab, nehme ich es mit der Konsequenz ab. Wenn es will. Revelio. Oh, da läuft jemand an der Wand. Der unterirdische Hafen, das klingt auch nach einem besonderen Gebiet. Das ist gar nicht der Hafen, den man unten gesehen hat, glaube ich. Das ist ein anderer Hafen. Ach, da wird jetzt nichts Besonderes sein, oder? Also, keine Seite oder so eine Statue und so. Revelio. Sollte ich für zischende Wispies aus einem Tunnel bezahlen, die jeder hätte finden können. Aber na gut. Guck mal ganz kurz mit dem unterirdischen Hafen, wo das da hingeht. Ich bin zu neugierig. Revelio. Hier ist doch noch ein Ding. Der Mann hier vorne. Nee. Ah, da ist auch noch eine Truhe. Die holen wir uns auch noch eben. Revelio. Unterirdischer Hafen. Tief unter der Viaduktruf befindet sich die Anlegestelle für die Boote, die die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Haben wir natürlich nie erlebt. Nee, wir sind ja keine Erstklässler. Aber hier unter mir war das nicht, ne? Dass man das Rätsel lösen musste oder so.
Welchem Bereich bin ich denn jetzt? Ich könnte auch fast in dem Bereich sein, ne? Wie weit ich da... Ah, ne. Das ist die Markierung. Ich bin schon noch im richtigen Bereich. Das ist schon richtig. Ich überlege gerade, ob wir... Moment. Habe ich schon mal geguckt, ob hier welche sind? Gewächshaus? Nee, oder? Revelio. Da ist eins, oder? Da ist einer. Oh, wir haben Unterricht, stimmt. Ich komme gleich zu dir. Revelio. War das wirklich jetzt nur diese... Nee. Akio. Revelio. Als ob. Da habe ich es wohl falsch gesehen. Komisch. Na, dann reden wir mal ganz kurz mit ihr. Danach machen wir es wieder Nacht. Wo ist sie denn hin? Ist jetzt einfach abgehauen. Revelio. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen. Da ist sie ja. Ich habe meine Aufgaben erledigt, Professor. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen Levioso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert etwas Konzentration und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige der Sumpfschafgarbe. Und der alte Zauber ist einfach nur... Ja, der alte Zauber wurde geupgradet, ne? Nehme ich an. Ah, ne. Hier ist tatsächlich der. Also, soweit ich weiß, wenn ich einen Gegenstand an mich ranziehe, wird das auch automatisch dann zu dem Zauber gewechselt. Der Schwebezauber Wingardium Leviosa kann Gegenstände schweben lassen und bewegen. Kontrolliere die Position mit deinen Bewegungen und verwende hierzu D-Pad oben, unten, links, rechts, um die Distanz und Rotation einzustellen. Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium. Ach hier. Wingardium Leviosa. Revelio. So, jetzt müssen wir aber wieder Nacht machen. Vielleicht werden die auch nur gehighlightet, wenn man eine Nacht ist. Das kann natürlich sein, ne? Ja, die hat gerade eine Post an uns geschickt, wegen des Flipendo-Zaubers. Revelio.
hier sehe ich irgendwie nichts, wenn ich ehrlich bin. Revelio. Revelio. Hier ist doch offensichtlich mehr. Guck mal auf der Karte. Dahinter ist ja irgendwie ein ganzes Labyrinth. Also, naja. Auf jeden Fall. Ist da mehr, als man erstmal sieht. Revelio. Revelio. Da vorne ist eine Statue. Das ist wirklich eine. 100%. Hallo, Homura. Das heißt, wir haben jetzt den höchsten Alohomora-Zauber, die du höchste Stufe. Mir, Demigais. Nice. Revelio. Das freut mich gerade sehr. Hat ja aber auch lang genug gedauert, wenn man ehrlich ist, ne? Hat auch wirklich lang genug gedauert. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Herrje, Sie waren ja fleißig. Unglaublich, vielen Dank. Sie sind bereit für die letzte Alohomora-Lektion. Mit dem Wissen wird Sie kein Schloss mehr aufhalten. Sie haben alles getan, worum ich gebeten habe. Ich wünschte nur, ich wüsste, wer diese Statuen aufgestellt hat. Ach, wenn Sie weitere finden, können Sie sie gerne entfernen. Sie erweisen Ihrem Hausmeister damit einen großen Dienst. Und wenn ich je erfahre, welcher Tyrann hinter diesem grausamen Streich steckt, lasse ich es Sie wissen. Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe und Ihre Hartnäckigkeit. Stimmt, er war ja Hausmeister, deswegen Bibliothek macht auch nicht jetzt, so wirklich Sinn. Da Sie Alohomora beherrschen, bleibt Ihnen nichts verschlossen. Aber suchen Sie weiterhin Demigeist-Statuen, entfernen Sie... Komm mit. Wir können das Schloss hier oben öffnen, um dann noch an die letzte Seite hier in dem Bereich zu kommen. Das werde ich natürlich jetzt auch sofort machen. Alohomora.
Revelio. Ah, das ist noch nicht die letzte Seite. Mich gerade, wie wir zur letzten Seite dann kommen. Ich weiß ja, wo sie ist, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Das ist das Problem. Revelio. Da liegt noch ein Zettel, ne? Sprechen Sie mit Pippin über das Folgende. Wie passend wäre es, wenn der Schlüssel zu meinem Heilmittel im Dunkeln läge? Granianisches Haar, Engelwurz, Wermutsessenz, Plangentinie, Streifenfahren. Warte mal, wir können dahinter. Lazio! Revelio! Ich glaube, das ist dann der Weg hin zum letzten Ding. Ja, das ist der Weg. Confringo! Die letzte Seite in diesem Bereich. Wunderbar. Das heißt, wir haben, glaube ich, im Bereich jetzt auch alles erledigt, oder? Der Südflügel. 5 von 5, 23 von 23, 1 von 1. Der Südflügel ist zumindest von den Sachen, die auf der Karte stehen, wenn man sie anguckt, vollständig. Ob hier noch ein Schlüssel ist oder sowas für diese Dinger, die man aufschließen kann, keine Ahnung, möglicherweise. Aber die Sachen, die auf der Karte direkt angezeigt werden, sind auf jeden Fall durch. Die haben wir erledigt. Ah, ist ja schon mal schön. Ich gehe dann nochmal ganz kurz nach oben, nur um sicher zu gehen, dass hier nicht noch irgendwo noch so ein Schlüssel ist oder so ein... Ja, ihr wisst schon. Nur mal eben sicher gehen. Ah, hier ist doch eins, seht ihr? Gut, dass wir geguckt haben. Revelio. Oh, da hinten ist der Schlüssel. Warte, das, dann haben wir das auch erledigt hier. Die Dinger. Vielleicht ist noch eins hier, das weiß ich nicht, aber... Doch noch eins hier irgendwo in der Zimmer oder so? Ne, das war nur ein normaler Schrank. Das war auch normale Schränke, okay. Na, man muss ja auf Nummer sicher gehen, ne? Nach Seiten müssen wir aber schon mal nicht mehr suchen, was ja schon mal eine gute Sache ist. Und stimmt, Revelio offenbart ja auch die Schränke, ne? Also von daher. Revelio. Oder auch manche offenen Truhen. Bisschen blöd, dass die offenen Truhen auch markiert werden, aber gut. Aha. Nee, das ist die Tür, die ich geöffnet habe, glaube ich. Ah, da ist ein Schrank. Okay, das heißt, hier ist irgendwo in der Nähe noch ein Schlüssel. Hi, Libra. Ja, mir ist nicht langweilig. Ich will Hogwarts Legacy. Da ist mir nicht langweilig. Ich glaube, der Schlüssel könnte hier unten sein, oder? Ja. Hallo Schlüssel, komm mit. Das
So. Ja, gut, Shooter ist hier überhaupt nichts für mich. Da bin ich raus. Komplett. Shooter ist überhaupt nichts für mich. Revelio. So was spielt der Potato Pit nicht. Ja, doch, Far Cry habe ich gespielt, aber. Naja, viel Spaß gemacht hat es leider nicht zum Ende hin. Habe ich aber auch alles in meinem Resümee am Ende in Credits erzählt. Ich und Shooter, wir stehen auf einem schweren Stand. Ich bin aber auch gleich offline, ne? Also das ist der letzte Part, den ich aufnehme. Aber ich mal ganz kurz gucken könnte. Ich kann mal ganz kurz in den Aufträgen gucken, was wir jetzt als nächstes tun müssen für den nächsten Zauber. Für Flipendo. Pflanze und ernte Flussgras. Beschaffe alle drei Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Okay. Okay. Sieben von 16 haben wir schon. Flussgras ist kein Problem, das können wir holen. Ich bin halt einfach müde und ich muss morgen um 11 Uhr anfangen zu streamen. Ich habe jetzt noch 10 Stunden, bis ich wieder im Stream bin. Morgen ist Community Day. Also vielleicht fange ich auch erst um 12 Uhr an, das weiß ich noch nicht, aber... Wir machen jetzt noch was Spannendes in diesem Part. Wir machen noch die nächste Runde hier. Alle drei Dinger, ne? Wir haben ja alle drei Dinger. Ja, wir haben alle drei Pflanzen. Dann gehen wir jetzt irgendwo hin, wo wir kämpfen können. Und dann werden wir mal ganz kurz alle drei Pflanzen gemeinsam benutzen. Haltet euch schon mal die Ohren zu, denn das wird ganz schön laut. Glaube ich. Mit der Alraun und so. Da können wir noch wenigstens einen Zauber lernen. Dann sind wir auch schon mal... Dann sind wir auch schon mal in der Hinsicht ein bisschen weiter. Müssen nur irgendwelche Gegner finden irgendwo. Ist sogar egal, ob es Tiere sind oder Menschen. Hauptsache, ich kann die drei Dinger nutzen. Ich muss den Kampf ja nicht mal gewinnen, ich kann ja sogar fliehen. Also. Da steht ja nicht, gewinne den Kampf. Ich muss es nur alles drei einsetzen. Na komm, wir gehen in den verbotenen Wald. Der müsste doch hier sein, oder? Ah, hier ist ein Gegner. Einer von ihnen hat mich gekratzt. Hab ihn so lange leben lassen, dass er es bereut hat. Oh, das war ein Spaß. Hallo. Ach, ich sollte mal nach. Du bist die Rotznase, die Treppe. Protego! Incendio! Das ist nicht richtig. Zurück in den Boden! Platz über das Ding! Ah, diesen Kampf überlebst du nicht! Sollte das so etwas wie eine Hand. So, dann sind die schon mal tot. Okay. Dann geht's zurück zum Unterricht und dann machen wir das noch als abschließende Amtshandlung dieses Parts. Dann lernen wir nämlich jetzt Flipendo. Das gute alte Flipendo. Wieder mal auf Abenteuertour? Ich habe Ihre Aufgaben alle abgeschlossen, Professor Garlic. Wunderbar. Ich hoffe, ich konnte Ihnen damit die Pflanzenwelt etwas näher bringen. Mich hat sie bereits auf ewig verzaubert. Erst gestern habe ich stundenlang meine selbstdüngenden Sträucher und Ginsterbüsche beschnitten. Die Zeit verging wie im Flug. Im Nu ging die Sonne unter. Wenn es etwas gibt, das mich mehr begeistert als meine gedeihenden Pflanzen, dann sind es gedeihende Schüler. Nun...
Sind Sie bereit, Flipendo zu lernen? Kinn hoch, locker halten. Es kommt alles aus der Hand. Versuchen Sie's. Bei diesem Spruch sollten Sie sich konzentrieren. Nichts ist peinlicher, als einen Freund umzustoßen, wenn man nur ein paar Töpfe verschieben wollte. Wunderbar gemacht. Wenn Sie... Können Sie das gerne im Gewächshaus tun. Wir können doch... ein Naturtalent. Professor Garlic, hätten Sie einen Moment Zeit? Die Pflanzen ruhen, also ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Verzeihung, ja, Professor. Macht nichts. Da vielleicht könnte ich schon direkt die nächsten Aufgaben abholen. Das kommt ja vermutlich bei Eulenpost. Ja, da haben wir es auch geschafft. Da sind wir doch schon recht weit gekommen, würde ich sagen. Wir haben 36%, wir sind nicht ganz 10%, aber das hat verschiedene Gründe, weil wir halt Nebenquests erledigt haben. Eine sehr lange Nebenquest. Und deswegen, die ist auch sehr, sehr wichtig, weil jetzt können wir alle Türen öffnen. Wir haben 92% aller Handbuchseiten gefunden. Uns fehlen halt nur noch jetzt, für die Achievements fehlt uns, also für die Errungenschaften hier im Spiel fehlen uns halt nur noch die 13 Seiten hier für eine Umgebung. Erkundung haben wir auch einiges abgeschlossen. Wir haben auch den neuen Besen, wir haben jetzt den Lauffeuerbesen. Und dann kriegen wir bald den Funkelfunkenbesen. Wir haben hier auch Uniform des Mannschaftskapitäns. Ah, für die Landeplattform, okay. Was gibt das hier im Moment? Ah, Kapazität für alte Magieanzeige. Oh, das sollten wir auf jeden Fall weiter verfolgen. Gesperrte Herausforderung. Keine Ahnung, was das ist. Wir haben einiges erledigt, muss man schon einfach sagen. Muss man neidlos anerkennen. Tja. Wir sind ganz schön weit. 36% Gesamtfortschritt laut dem Ding hier. Aber ob das so wirklich stimmt, ob da nicht noch mehr ist als das, keine Ahnung. Gut, meine lieben Freunde auf YouTube. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif. Macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.